Hallo liebe Bienenfreunde, gestern war es soweit. Gestern hat die Trixie ihr neues Heim bezogen, eine echte Diva. ja, sie wollte erst nicht ins Flugloch und da mussten wir dann ein bisschen nachhelfen. So, schaut es euch doch einfach mal an. Wie sind die guter Laune? Königin ist freigefressen. Die muss da also irgendwo drinne sein, in den Wuseln. Nochmal zoomen. Mehr Zoom geht nicht. Jetzt müssen wir gucken, ob wir die Königin sehen, Christine. Und die setzen wir dann vor das Flugloch, damit die da reinmarschiert. Da ist er. Wo? Ah ja.
Jetzt dreht die wieder um. Wo will die hin? Wenn die nicht reinkrabbeln will, dann müssen wir nachhelfen. Da sind jede Menge Bienen schon drinne. Futterzarge. Sieht ja genial, wie die da alle reinkrabbeln. Sieht ja genial aus, wie die da alle reinkrabbeln. Ob sie angezogen werden. Werden sie auch. Die Bienen gehen immer ins Dunkel. Scheiße, der Akku, der wird schon wieder leer. Es ist ein nagelneuer Akku, das kann man aber nicht sagen. Jetzt machen die aber ganz schön Tempo, ne? Ich habe vergessen, noch Waben reinzubringen. Hauptsache, die bauen jetzt nicht unterm Tuch. Verrückt genug sind die Mädels hier.
ist er nass. Flüssig. Sieht mir so unscharf aus im Display aus, kann das sein? Wie eine Honigkriegerarmee marschieren die Elle zum Flugloch. Nee, sind ja Kriegerinnen. Ja, das ist also ein Kunstschwarm. Und wie ihr seht, kann man einen Kunstschwarm auch einlaufen lassen. Es funktioniert nicht nur mit echten Schwärmen. Geht auch mit Kunstschwärmen. Das sind ungefähr 1200 Gramm, 1500 Gramm Bienen. So, die Bienen sterzeln, das heißt, sie heben den Hinterteil hoch und wedeln einen Duftstoff durch die Gegend, um ihren Schwestern damit zu zeigen, wo sie hin müssen. Nee, so. Flugloch noch ein bisschen kleiner gemacht. So. Schaumgummi hatte ich nicht, habe ich die Styropor genommen. So, am nächsten Tag vor dem Flugloch. Ja, wenig los. Es ist heute auch ein bisschen kühler. Das Styropor habe ich rausgenommen. Schaut euch das mal an. Haben die zerlegt oder wollten es zerlegen. Das mochten die wohl nicht. Dann lassen wir es weg. Ja, das war das Filmchen. Trixie bezieht ihr Heim. Wie ihr gesehen habt, kann man auch Kunstschwärme einlaufen lassen. Man muss ja nicht unbedingt in die Beute reinkippen. Ja, die meisten kennen das nur von richtigen Schwärmen, aber funktioniert natürlich auch bei Kunstschwärmen. So, und dann habe ich gerade Briefumschläge gekauft, um die Stockmeißel zu versenden. Aber ich habe hier noch nicht alle Adressen zusammen. Also vergesst nicht, mir eure Adressen zu schicken, damit ich die Stockmeißel auch verschicken kann. So, dann sage ich Tschüss, bis demnächst.